This is Mark Briscoe here, and you are listening to Wrestling Talk Radio. Herzlichen guten Hallo, willkommen im Wrestling Talk Radio. Ihr seht es, ein neues Format. Es heißt nur noch 60 Minuten. Ich bin der Matze und für die erste Ausgabe von diesem neuen Format ist mit dabei der Basti. Hallöchen. Hallo, wunderschönen guten Tag. Hallo. Basti, uns hört man diese Woche zum zweiten Mal, denn wir veröffentlichen das hier ja gerade am Freitag. Es müsste der 9. Februar sein. Ihr habt am 6. Februar uns schon gehört. Wir wissen das, weil das noch kommen wird. Ihr wisst es, weil es schon gewesen ist. Das heißt, wir haben eine Basti- und Matze-Woche hier im WTR. Double Duty. Genau, sozusagen. Ja, ja. Denn wir haben am Dienstag veröffentlicht unser What If. Und ja, heute gibt es nur noch 60 Minuten. Es wäre witzig, wenn wir What If in nur noch 60 Minuten versucht hätten, in nur 60 Minuten zu machen. Um Gottes Willen, das war ein 4-Stunden-Podcast. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das hätten wir nicht hinbekommen, glaube ich. Also. Vielleicht. Nee, ich nicht. Doch, vielleicht jeder für sich, also wenn wir nicht miteinander geredet hätten. Dann vielleicht. Ich habe ja für meinen Monolog, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, oder? Ungefähr. So gut möglich. Mit deinem Rumble-Match meinst du, ne? Ja, so ungefähr. Ja, aber so ist es halt. Ich mache ja, also, ne, ihr wisst das ja hier im WTR, ich mache ja meine Rundowns für Time Machine und zwischen für All Eyes On, mache ich auch immer in 20 Minuten. Ja, ja. Egal, ob es mal eine Stunde ist oder mal 13 Minuten sind, ich mache immer in 20 Minuten. Ja. Zeit, ja? Ne? Zeit ist ja theoretisch eigentlich auch relativ, nur heute nicht. Es ist richtig. Und für alle, die sich wundern, nein, die Zeit hat noch nicht begonnen. Denn es ist die erste Ausgabe von diesem neuen Format. Das heißt, wir reden, bevor wir über das reden, was gleich kommt, reden wir über das Format selbst. Und das nehmen wir uns einfach mal das Privileg heraus, dass wir das nicht in diese eine Stunde mit einbauen, weil das ein bisschen unfair wäre. Ja, die erste Ausgabe, vielleicht auch noch die zweite, aber dann machen wir von Beginn an eine Stunde. Dann ist auch die Einleitung schon in der Stunde mit drin. Ja? Aber für die ersten Ausgaben wollen wir uns da ein bisschen mit einspielen, denn ihr wisst es natürlich, wir haben alles Labertaschen im Team. Ich möchte mich davon nicht freireden. Ich bin der sich am kürzesten fassen kann. Sind wir ganz ehrlich von allen? Ja? Aber das ist auch neu. Ja? Die Idee ist, wir mischen eigentlich, also das Ding heißt zwar nur noch 60 Minuten, an der Stelle erstmal ganz lieben Dank an Alex, der die Grafiken gebaut hat, oder die Grafik, die neue, und die das Idee Logo hatte für das Ganze. Ja, auch noch, genau, das ist auch seine Idee gewesen, genau. Deswegen doppelt Dankeschön und das ist also erstmal das Format an sich, das Logo ist angelehnt an einen Film, den man kennen könnte, der heißt sogar so ähnlich, finde ich trotzdem sehr, sehr cool, hat mir sehr gut gefallen, das Logo, und die Idee dahinter ist, wir mixen eigentlich zwei Formatideen, die es schon gibt bei uns, aber eben mit diesem zusätzlichen Element des Zeitdrucks, und zwar ist es sowas wie Unscripted und Hot Topic in 60 Minuten. Ich lehne mich an Hot Topic. Ja, also einfach Dinge, die uns gerade im Kopf herumschweben, von denen der jeweils andere, also Basti weiß nicht, was ich eigentlich reden möchte und ich weiß nicht, was Basti für Themen hat oder worüber er reden möchte. Das heißt, wir lassen uns da ein bisschen drauf ein und versuchen das trotzdem halt in einer Stunde durchzubekommen. Das ist die Grundidee dieses Formats. Der einzige Unterschied vielleicht zu Unscripted ist, es soll vorrangig zu 90%+ um Wrestling gehen. Das ist bei Unscripted nicht der Fall, da kann einfach alles drin vorkommen, aber hier soll es um Catchen gehen. Catchen. Das wäre so die Grundidee. Basti, bevor wir jetzt gleich den Counter starten, ja? Was hast du dir denn also überlegt so für diese erste Ausgabe? Du musst doch nicht sagen, worüber du reden möchtest, aber also du wolltest ja auch dabei sein bei der ersten Ausgabe. Das heißt, das hat ja einen Grund, warum du dabei sein möchtest. Was hast du dir so dabei gedacht? Meine Idee dahinter war eigentlich tatsächlich ja so ein bisschen der Januar an sich, weil viel passiert ist und was wir gar nicht so von unseren Slots her in eine Review packen können irgendwo. Ja. Und mal von abgesehen von natürlich Give Me Five, ne? Wäre es mir für diesen Monat, glaube ich, schwer gefallen, das irgendwie in irgendeine Top-Platzierung zu packen irgendwo. Und deswegen dachte ich so, okay, dann redet man einfach drüber, so, und dann kriegt man vielleicht so einen kleinen Fluss da rein.
Weil ich glaube, also die ursprüngliche Idee war halt einfach, weil ich ja Noah viel gucke. Moment, setzt das gerade so ein bisschen aus. Weil das Produkt okay ist gerade, würde ich sagen. Wirklich nur okay. Und ausschlaggebend dafür war halt einfach irgendwie so der Main-Event von der großen Jahresshow von Noah, was für mich wahrscheinlich rangiert irgendwo bei den schlechtesten Matches, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ja, und deswegen, das war so ein bisschen so, das konnte ich so nicht stehen lassen und das muss besprochen werden, so aus meiner Sicht. Im Roundtable zu Wrestle Kingdom sind sie ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber für jemanden, der sich da sehr viel, also das Jahr über, ihr habt ja vielleicht im Year in Review ja auch gehört, irgendwie bei der Gurke des Jahres, dass sich da ja auch so, man ja über ein Jahr da auch Invest reinsteckt, da fand ich das einfach ein bisschen eine Frechheit quasi eigentlich schon fast. Es war eigentlich schon fast eine Frechheit. Ja. Und wenn ich vor Ort gewesen wäre, wäre ich auch, glaube ich, bitterböse gewesen. Ja, sei froh, dass du es nicht warst. Die Zeit kriegst du so nicht zurück, aber. Ne? Nee. Also, du wolltest mehr oder weniger einfach so ein bisschen darüber reden, was du jetzt jüngst gesehen hast. So genau. In dem ersten Kalendermonat des 2024. Ja, genau. Mehr ist es eigentlich so ein paar Beobachtungen, die mir so aufgefallen sind, wo ich dann was angefangen habe zu gucken und es nach ein paar Minuten wieder ausgemacht habe, auch zum Beispiel, so weil es mich betrübt hat, muss ich sagen. Also, das hat mich wirklich, das macht betroffen. Okay. Ja. Oder Dinge, wo ich da ein bisschen Hype reingegangen bin, die dann gar nicht so gut waren irgendwie. Naja, mal gucken. Ja, okay. Also dann ist es eigentlich grundsätzlich ein ganz ähnlicher Gedanke wie auch bei mir. Ich habe ja auch gesagt, dass ich versuchen werde, großteilig diese nur noch 60-Sekunden-Sendung mit dabei zu sein, weil ich dann einfach eine Möglichkeit sehe, über Dinge zu reden, die ich, ja, wo ich nicht dabei bin, in Podcast oder wie auch immer. War grundsätzlich etwas, deswegen bin ich sofort auf diese Idee angesprungen, dass ich gedacht habe, okay, das ist eine Möglichkeit, einfach die wichtigsten Gedanken, die ich zu diesen Shows habe, loszuwerden, ohne dass ich vielleicht in dem Podcast mit dabei bin, der existiert, oder eben noch besser, wenn es überhaupt gar keinen Podcast zu dieser Veranstaltung, zu diesem Thema oder ähnlichem halt gibt. Und genau das ist halt jetzt so die Situation. Ich habe hier eine Liste mehr oder weniger vor mir, sozusagen, die bezieht sich sowohl auf das, was wir jetzt gerade machen, als auch auf Give Me Five. Das heißt, ich werde so ein bisschen hin und her watscheln und ich habe ja noch Give Me Five, wenn wir dann über den Januar 2024 reden. Aber das ist so etwas, was ihr euch jetzt drunter vorstellen könnt. Es muss aber nicht immer etwas Tagesaktuelles sein, wie jetzt vielleicht für die erste Ausgabe, was Basti und ich jetzt gerade haben, sondern es kann auch einfach mal sein, dass wir über irgendwas reden wollen, was in der Vergangenheit war oder einfach irgendein Thema, was, weiß ich nicht, vielleicht noch nie besprochen wurde oder was derjenige, der dann gerade mit dabei ist, einfach mal sich unterhalten möchte. Entweder weil derjenige noch nie darüber gesprochen hat mit jemandem oder einfach, weil es ihm gerade irgendwie unter den Fingernägeln kratzt. Also Da könnte ich direkt, wenn du sagst, da brennt dir was unter den Fingernägeln, ne? Da habe ich was von gestern tatsächlich. Alter. Ja, dann wahnsinnig geworden. Wollen wir den Countdown starten, Basti? Dann starten wir den Countdown. Okay, dann ist es von jetzt an, ich drücke 3, 2, 1, nur noch 60 Minuten. So, wir gucken mal. Ich habe gestern seit neuestem Mal wieder das WWE-Network abonniert, um den Royal Rumble zu gucken. Ja. Die App ist eine absolute Vollkatastrophe geworden. Du hast keine Suchfunktion mehr. Es gibt keine Suchfunktion. Dann mache ich die Browser-Oberfläche. Nee, pass auf. In der App habe ich keine Lupe gefunden, irgendwas, wo ich was suchen kann. Am Handy oder wo oder wie? Na, auf dem Tablet. Dann bin ich in den Browser gegangen und habe das Network dort aufgemacht. Dort habe ich sie dann gefunden, weil ich eigentlich ganz gerne ein bisschen, so zum Einschlafen, wollte ich ein bisschen World Class gucken. Ja. Es gibt keine Kategorie World Class mehr. Nee. Es gibt den ganzen Krempel alles noch, aber du musst dir das zusammensuchen. Und in nicht sortierter Reihenfolge musst du dir die ganzen Jahre von 1981 bis Ende, also ich glaube in die 90er rein, musst du dir das selber zusammensuchen. Ja. Was ist das für ein Bullshit, bitte? Ja. Kann ich ein Liedchen von singen? Habe ich bei der, war das die erste Ausgabe Ice On, wo ich das gesagt habe, oder die letzte Time Machine? Ich weiß schon nicht mehr. Ich gucke ja dann diesen Rundown nochmal nach und da war es dann so, dass die Smackdown-Shows, also alles war sortiert nach Jahrgang und dann auch natürlich von Januar bis Dezember die richtige Reihenfolge. Aber entweder war das jetzt 2008 oder es war 2006, ich weiß nicht genau, welches Jahr das jetzt gerade trifft, aber da war dann einfach der Smackdown-Part
das war alles durcheinander gewürfelt. Da war die erste Ausgabe dann aus dem Mai und die zweite aus dem Dezember und da musstest du immer in der Leiste hin und her gucken. Und wenn du das fortlaufend, du kannst ja auch eingeben, nächste Folge automatisch abspielen. Kannst du ja machen. Das hat trotzdem nicht die nächste Folge gespielt, sondern nämlich in dieser Liste die nächste Folge. Das heißt, das war nicht die chronologisch nächste Folge, sondern das war in dieser völlig bekloppten Liste die nächste Folge, die aber nicht die chronologisch richtige Liste ist. Das war so doof. Ich habe mich so geärgert. Ich habe mir eine Textdatei nebenher angelegt und habe mir dann die richtige Reihenfolge sozusagen in diese Textdatei gepackt und habe dann immer die Videos am PC gestartet und bin dann zum Fernseher gescrollt und habe dort dann entsprechend weitergeguckt. Dann taucht das Video ja bei Fortsetzen auf und da habe ich dann weitergeguckt. Aber was für ein beschissener Umweg. Ja, aber ich sag mal, du hast ja dann zumindest noch bei SmackDown und so hast du ja die, sagen wir mal, zumindest was irgendwas sortiert, vorkuratiertes irgendwie. Ja. Das gab es ja bei World Class. Ja. Das gab es ja. Es ist weg. Es ist einfach weg. Warum? Vor allem jetzt doch gerade, wo The Iron Claw im Kino läuft. Willst du doch vielleicht da ein bisschen Traffic rüber generieren, dass die Leute eigentlich sagen, ey, dann gucke ich mir das gerne vielleicht doch mal an, was die Von Erichs damals so gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass es in Amiland das WWE-Network nicht mehr gibt. Weißt du, dass die das, dann liegen die keinen Wert mehr drauf. Das ist jetzt eine internationale Plattform, das nutzen wir halt in Europa und auch viele andere Länder nutzen das WWE-Network. Die Amis haben halt ihr Peacock und dann ab 2025 dann Netflix, was ja eine der wichtigen News so aus dem Januar jetzt ist. Ja, ich habe halt Angst tatsächlich dabei, dass das dann komplett über den Jordan irgendwie alles geht. Nee, auf Peacock ist es ja auch bei. Ja, aber das kann ja, also Peacock muss ja quasi mehr oder weniger dieselbe Oberfläche doch irgendwo ähnlich sein. So, das ist ja dann wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, wie das aussieht bei Peacock. Ich habe Bilder gesehen von Peacock, das ist einfach das WWE-Network integriert in die Oberfläche von Peacock. Also ich denke mal, das wird dann so wie bei Netflix quasi, sein, ne? Also, ja, denke ich mal auch. Aber das ist doch Bullshit so. Das ist doch, ich meine, es gibt ja auch noch mehr Menschen auf dieser Welt, die nicht nur das aktuelle Produkt gucken wollen, sondern ja vielleicht auch noch mal ein bisschen, selbst in der WWE-Geschichte ist das ja alles verhumbuckt irgendwo. Ja. Du kannst ja, es gibt ja nicht, dass du dir sagen kannst, hey, wir haben hier eine vorkuratierte 2001er-Playlist, dass du dir das chronologisch angucken kannst. Genau. Das gibt es ja nicht. Nee. Nicht in der Art, genau. Aber das ist doch Quatsch. Das ist doch richtiger Quatsch eigentlich. Ja. So, das, nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade nebenher, on the fly habe ich jetzt gerade geguckt, ich habe jetzt einfach WCCW eingegeben, ne? Und es gibt zwei Listen im Network. Die eine heißt The One Erics in WCCW. Das sind nur 20, das sind 20 Videos. Genau, 21 und in anderen sind WCW Biggest Show, WCCW, stimmt, das ist WCW, ich habe doch richtig gelesen. Nee, dann gibt es die eine bloß. Genau, okay. Aber es gibt weit über irgendwie 1000 Shows, die da eingetragen sind von World Class. So, das, 1413, zumindest in der Suche mit WCCW, aber das Doofe an dieser Suche ist, dass auch WCW in der Suche mit drin ist. Ja. Also es gibt keine 1413 World Class Videos, sondern es gibt 1413 Videos mit WCCW und da ist auch World Championship Wrestling mit drin. Also die Suche ist halt Murks, das war sie aber schon immer. Ja, aber weiß ich nicht. Aber sie müsste auch in der App vorhanden sein, Basti. Also das irritiert mich. Also ich verstehe natürlich diese Grundkritik, die ist absolut legit. Die ist ärgerlich as fuck, Entschuldigung. Aber die Suchfunktion müsste da sein, in der App auch. Ich habe nichts gesehen. Also ich habe auch das Seitenmenü auch. Genau, in der App gibt es dieses Seitenmenü, was du aufklappst, was von links oder rechts kommt. Und da ist einfach ein Suchfeld. Das ist keine Lupe, das ist einfach nur... Da war kein Such. Also ich kann gerne nochmal gucken, aber ich habe da nichts gefunden. Okay, so, aber dann ganz ehrlich, am Handy auch, ne? Dann, ja, aber dann macht das doch, das ist doch auch eine scheiß Funktion so. Die, ja, klar. Jede Seite bietet dir irgendwo sichtbar ein Suchfeld an, wenn du irgendeine Form von Archivierung drin hast. Ja. So, dann ist da eine kleine Lupe, wo du was suchen kannst, oder es ist groß wie bei YouTube, oben in der Mitte eine fucking Leiste, wo drin steht Search. Genau. So, nichts anderes. Und das ist halt einfach richtig schlecht. Das ist schlecht, weil du auch eine Plattform bist, weil, also, das ist ja nun mal einfach eine Datenbank und dann ist doch logisch, dass du eine Suchfunktion brauchst, ne? Also. Und das Ding ist, ich könnte es ja verstehen, wenn es ein absolutes Randprodukt, wenn Wrestling innerhalb dieses Abonnements ein Randprodukt wäre. Hm. Ist es aber ja nicht. Es ist halt einfach fucking eine Wrestling-Plattform. Ja. So, das wollen die Leute doch, deswegen kommen die doch dahin. Ja. So, und dann, wie gesagt, gerade jetzt könntest du ja ein bisschen Traffic auch da nochmal reinkriegen irgendwie und Interesse generieren, weil der Film halt läuft, ne? Aber ich glaube, es bedient ja kaum noch jemand diese Plattform richtig. Weißt du?
Also das ist alles, das ist automatisiert zum Teil und es ist eben für den internationalen Markt. Und sind wir auch wiederum ganz ehrlich, der internationale Das ist Markt ist nicht natürlich groß, wichtig. Ne, doch, aber der nicht ist so schon groß. groß, aber der ist halt dann eben nur zweitrangig nach den Amis. Und die werden wahrscheinlich dann die Peacock anständig pflegen und werden dort entsprechend auch das Suchsystem vom Peacock wahrscheinlich nutzen und integriert sein. Das heißt, ich hoffe ja sehr, dass es Stand jetzt heißt es ja, man geht genauso wie mit der Datenbank zu Peacock, geht man auch im nächsten Jahr zu Netflix. Was ja wiederum für uns interessant sein wird, dann, das Ja. Network wird Ende 2024 eingestellt, auch für den internationalen Markt oder vor allem für den internationalen Markt, weil in Amiland gibt es das ja schon nicht mehr. Das heißt, meine Hoffnung ist riesengroß, dass diese ganzen Sachen mitkommen. Denn ich weiß, dass viele an dem ganzen Zeug kein Interesse haben, an Table for Three oder Ride Along oder was auch immer. Aber ich mag das. Und deswegen hoffe ich, dass das Ja. alles mitkommt, weißt du? Ja. Ja, gerade doch, also gerade doch die ganzen, also ich guck dann halt den alten Kram so, weißt du, ich bin der, der auf YouTube sich Schwarz-Weiß-Matches aus den 50ern anguckt. Ja. So, weil ich das gerne möchte. Und ich möchte gerne meinen Wrestling-Abruf verfügbar haben. Und ich möchte, dass es vernünftig kuratiert ist. Weil Absolut. es gibt ja nichts Schlimmeres als unsortierten Mist. Irgendwie so, weiß ich nicht. Das ist Bist furchtbar. du bei mir, dass du sagst, es ist ein super cooler Deal, so mit Netflix und sowas, aber dann das große Aber kommt, das kann bei dir ein anderes sein, bei mir ist das große Aber, ich finde es mega schade, dass wir eine eigenständige Wrestling-Plattform verlieren. Denn ich bin nun mal einfach Herzblut-Wrestling-Fan, ja? Und Ja. ich finde es einfach super, super cool, dass es einen Streaming-Dienst gibt, eine Wrestling-Plattform, wo entsprechend alles gesammelt ist. Natürlich dadurch, dass die WWE inzwischen ganz viele verschiedene Rechte hat, auch an alten Ligen, an eben zum Teil auch Konkurrenz. Ligen aus den Territory-Phasen, das WCW, NWA, ECW und so weiter, you name it, im Network mit drin ist. Und dass wir eben diese eigenständige Wrestling-Plattform haben, bei der es eben dann nur Wrestling-Material gibt. Also natürlich auch Reality-Shows, aber eben dann wiederum von Wrestlern. Also das ist eine Plattform, wo es einzig und allein um Wrestling geht. Und ich finde das immer, oder ich fand das von vornherein super, super cool. Und das ist jetzt Würde ich, weg. Also. aber ja, aber ich höre halt immer von ganz vielen Menschen, oh, ich muss noch einen Streamingdienst abonnieren. Oh, da muss ja noch einen Streamingdienst abonnieren. So, ne? Ja. Wer Fußballfan ist, kennt diesen Irrsinn. Es ist ein Abo weniger, das du ja sparst dann irgendwo Das ist am Ende richtig. des Tages. Das spart halt Geld. So, das ist erstmal das, was tatsächlich was ich gedacht habe. Ich dachte also, okay, ich habe im Moment kein Netflix, weil ich finde, dass Netflix auch ganz viel Murks produziert mittlerweile, halt einfach, also qualitativ einfach nicht gut ist, wo ich meine Zeit nicht mit verschwenden möchte. Ich bin spätestens dann wieder da, wenn die letzte Staffel Stranger Things läuft, dann habe ich auch wieder Netflix. So, ne? Aber ja, in der Zwischenzeit gibt es da viel, was mich nicht interessiert. Das wäre für mich wieder ein Grund, dass ich sage, okay, dann habe ich halt Netflix. Ja. Dann kann ich halt das so miteinander kombinieren wieder. Deswegen, ich finde es schön, dass es sich endlich mal sozusagen zwei Dinge ineinander gehen, irgendwie ich ein Abo weniger brauche. Da bin ich absolut bei dir, weil es sind auch die beiden Dienste, die ich habe. Also ich hab Prime, Netflix und Network. Prime habe ich halt aus diversen Gründen, aber eben auch, um die Videoplattform zu nutzen, aber eben größtenteils noch für Twitch. Bestellen. Und Ach so, ja. Netflix habe ich natürlich, weil ich da wahnsinnig viel gucke. Also vor allem, was die Ja. Serien betrifft, ist einfach Netflix allen überlegen, sag ich mal. Also von der Datenbank her. Filme not so much, Serien schon. Aber natürlich ist das gut, dass Wrestling dort jetzt hingeht. Aber ich bin Die tatsächlich Reichweite so. ist doch, aber die Reichweite ist doch auch, dass Wrestling auch vielleicht von Menschen gesehen wird, die sich eigentlich gar keinen Berührungspunkt damit haben, Ja, aber jetzt, genau. hey, es ist bei Netflix drin, so, Genau, das ist jetzt, neue das ist, Zielgruppen halt. genau, es kommt gleich in der Argumentationskette mit dazu. Ich bin aber tatsächlich so jemand, das macht ganz wenig Sinn vielleicht. Aber ich habe ja nicht so viel Geld, ja? Aber mir wäre es lieber, wenn das Network weiter existieren würde. Weil ich dieses Ja. eigenständige Plattformsystem, wo es einzig und allein um Wrestling geht, dieses Alleinstellungsmerkmal, das finde ich einfach super cool, weißt du? Und da bin ich auch bereit, dann diesen Ja. Zehner im Monat zu bezahlen. Für. Das Ding ist halt einfach, was es halt vielleicht auch wieder ein bisschen egalisiert, weil der Deal mit der WWE ist sehr teuer. Der ist sehr teuer für Netflix. Ja, und der ist vor Tatsächlich. allem richtig, richtig gut für die WWE auf 10 Jahre 5 Milliarden, Entschuldigung. Richtig. Das Ding ist halt einfach, was ich jetzt so gelesen habe, steht ja, ne, mit TKO, so, da ist ja auch noch die UFC. Die haben auch ein eigenes Network. Ich denke mal, dass die auch kurz oder lang wahrscheinlich den gleichen Weg gehen werden. Ob das dann Netflix ist, ich könnte es mir vorstellen. So, weil
dann wollen die vielleicht möglicherweise das alles in einem Ort haben. Das ist richtig. So, und dann gibt es ja, dann läuft ja nächstes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr so 100%, der Deal von der NBA mit ESPN und mit Warner aus. Dieses Jahr, im Sommer. Und Netflix soll auch daran Interesse haben. Ja, habe ich auch gelesen. Jetzt kommen wir zu dem ganz großen Aber, wo ich sagte, da kann man ja sozusagen vielleicht Geld sparen. Vielleicht kann man das auch nicht, weil dann Netflix sich sagt, verdammt, das ist, du denn dann auf einmal den DAZN, einen auf DAZN machen und sagen so, oh, jetzt haben wir ja so viel Geld ausgegeben, das müssen wir jetzt erstmal irgendwo wieder reinholen. Das wird garantiert passieren. Das Abo erstmal auf 25 Euro hoch. Das wird, relativ safe wird das passieren, dass die das erhöhen. Wenn die, ja, also, allein durch die WWE vielleicht noch nicht, ja. Aber wenn hier wirklich Ufze und andere Sportarten, es gibt ja auch dann das, weil jetzt XFL, USFL soll ja auch dann damit reinrutschen, weil ne, Rock ist jetzt bei TKO, der wird sich da schon Platz für sein Zeug dann irgendwie kramsen. Und da er ja meint, Netflix, let's go to work, das meint er nicht nur so, ja. Ja, ja. Das rutscht da also auch mit rein. Das heißt, natürlich ist Netflix auf einmal auch eine gewisse Sportplattform. Und Basti, das ist die Argumentationskette, die ich eben meinte, die jetzt auch mit aufgeht. Wie findest du das? Also gut, du bist jetzt, also wir sind in einer besseren Position. Wir mögen Wrestling, ja? Aber jetzt für den Stichtag, ich glaube, 1.1.2025 ist der Stichtag, ne? Mit Start von Netflix. Ja. Oder es ist irgendwie 10.1. Ich weiß nicht genau. Das ist ja auch nicht ganz so relevant, ja. Nehmen wir mal einfach, wir sagen einfach mal, dieser Stichtag, der im Januar nächsten Jahres folgt. Der verändert Netflix ja doch radikal. Das ist auf einmal, die kommen Live-Anbieter auch tatsächlich. Also Netflix war ja nie ein Live-Anbieter. Na, sie haben auch Live-Formate. Aber nicht so viele. Nee, aber da kann man kuscheligen Tieren zugucken, wie die sich rollen und sowas. Also wie sich putzen und futtern. Es gibt diverse Zoo-Livestreams und Lagerfeuer und sowas. Also die haben Live-Sachen. Aber dieses, sagen wir mal, unter ferner liefen. Ja? Ja. Aber mit diesem Stichtag, der dann kommt im Januar, hast du halt diese ganze Datenbank und die soll ja mit diesem einen Stichtag, soll das ja komplett funktionieren. Das heißt, die arbeiten von jetzt an, genauso wie das bei Peacock war, die hatten ein gutes Vierteljahr im Aufbau, um dort die ganze Datenbank zu integrieren. Das hat mit dem Stichtag dort nicht funktioniert, weil sie gemerkt haben, okay, ein Vierteljahr war zu wenig, jetzt haben sie halt entsprechend für den Wechsel auf Netflix, haben sie sich ein ganzes Jahr gebaut. Das macht für mich Sinn im Kopf, weil man weiß, bei Peacock hat es damals nicht funktioniert so richtig, das heißt, wir nutzen jetzt ein Jahr. So, aber für alle, die Wrestling nicht mögen, ist doch zu einem gewissen Anteil auf einmal Netflix eine Wrestling-Plattform. Denn wenn du genau überlegst, was dort alles an Material kommt, nicht nur die Weeklies von der WWE mit Raw beginnend seit 1993, sondern das ganze Oldschool-Material von WCW, NWA, ECW, WCCW, Memphis und so weiter und so weiter. Die ganzen Dokumentationen, die ganzen Interviews, die ganzen Specials und was da alles noch mit dabei ist. Auf einmal ist Netflix anteilig viel mehr eine Wrestling-Plattform als eine Serien- und Filmeplattform, weil es kein einziges Format innerhalb Netflix gibt, was auch nur ansatzweise in die Anzahl von Folgen der WWE rutscht. Das stimmt natürlich. Das ist halt the longest reigning television show on earth, ne? Und das nicht oder nur für USA. Raw, sondern für alles, was damit drin ist. Das ist ja dann nur für Raw wäre es schon eine Wrestling-Plattform. Aber ich sag dir ja trotzdem, es ist trotzdem halt, trotz dessen ist es eine Nische. Ja. In dem Netflix-Kosmos ist es eine Nische. Es macht nichts, also das klingt jetzt erstmal so, wenn man so sagt, ja, the longest reigning television, ne, und bla bla bla. Aber es ist trotzdem eine Nische. Ja. Genauso wie UFC eine Nische ist. So. Weil der geneigte Netflix-Serien-Junkie, der halt ne, Netflix und Chill macht, der wird nicht zwangsläufig seine erste Option sein, dass wir, also dann irgendwie sich eine Folge von der WC Nitro aus den 90ern anzugucken. Aber das wird immer wieder jetzt mit eingespült. In die Vorschläge, in die, weißt du? Das könnte ihnen auch gefallen, so, genau. Das könnte darin reinrutschen. Könnte mir auch vorstellen, dass du das möglicherweise in diesem Netflix-Deal möglicherweise auch Filme mit drin, also das potenziell produzierende Filme über Person XY zum Beispiel drin sein könnte, dass du einen Bruno Sammartino-Film machst, auf den ich schon seit Jahrhunderten warte. Ja. Die Idee gibt es tatsächlich, also das ist auch schon mit in den Gerüchten mit dabei, dass auch vor allem The Rock da wohl mit die Finger im Spiel haben wird. Da gibt es schon Gerüchte für 2025. Ich habe von zwei Projekten gehört, die dort schon in den Netflix-Deal mit reinrutschen. Aber
ich möchte es mal, ich mach's mal mit vorgehaltener Hand, ich möchte es nicht aussprechen, so, weil das, ich glaube, das ja, ist. Ja, ne? Aber es liegt halt auf der, weißt du, es liegt halt auf der, ne, ja, genau. Auf dem Tisch, so dass ja. Man, du gehst zu einem Filmproduktions, ist ja, Netflix ist ja nicht halt nur diese Streaming-Plattform, die sind ja auch Produktionsfirma. Genau. Und dass die möglicherweise Interesse haben, dann möglicherweise Filme über Wrestling zu machen, so, das liegt ja auch auf der Hand, zeigt ja, also Iron Claw, es hat ja nicht viel Wrestling drin, so, ne, es ist halt ein Film über Wrestler, wenn man so möchte. Aber dass das funktioniert und zieht, zeigt's ja. Ja. Irgendwo. Ja. Das wird, und Wrestling, die Geschichte von Wrestling bietet genug Tragik und Drama, um Filme und auch um Löcher zu machen. Okay, was, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt nebenher. Ich wollte das einfach mal jetzt wissen, von der Zahl her, ja? Ich habe jetzt einfach gegoogelt, how many WWE Network Videos are there? Eine exakte Angabe finde ich nicht. Ich finde eine Angabe vom Stand irgendwas in 2021. Da waren es 48.217. Du weißt, worauf ich hinaus will. Wie viele Videos hat Netflix denn bisher? Wenn da jetzt die WWE mit knapp 60.000 Videos mit einem Stichtag kommt, das ist absurd. Ja, aber es bleibt trotzdem eine Nische. Ja, es ist einfach so. Aber ist das nicht krass? Ja, natürlich. Schon, absolut. Aber es ist trotzdem Nische. Das ist ja Irrsinn dabei. Ja. Das meinte ich mit dieser Gedanke, die Wrestling-Plattform verschwindet, aber die Wrestling-Plattform heißt zukünftig Netflix. Ja. Für mich, so weißt du? So. Ja, absolut. Das ist, wird auch vielleicht nicht, es muss ja auch nicht da Schluss sein, ne? Ja. So, das ist ja, wir haben ja gehört, irgendwie Working Deals mit TNA und so, die sind bei Endeavor genau. Mit drin. Das und ist das nicht, kann ja auch noch alles kommen. So, das absolut. Ist ja nicht. Das, und da sehe ich ein riesiges Plus, Basti, weil wir wissen, dass die WWE zum Teil ihre eigenen Rechte nicht mehr besitzt. Ja. Das an Sendungen wie Superstars oder auch an Primetime-Ausgaben oder an gewissen Specials oder sowas. Einfach, die dürfen nicht im Netzwerk auftauchen, weil die WWE dann nicht ihre eigenen Rechte hat, weil sie damals verkauft haben, als sie Geldprobleme hatte und so weiter und so weiter. Würde jetzt zu weit führen. Aber dadurch, dass Netflix jetzt im Spiel ist, wer sagt denn nicht, dass Netflix bereit ist, diese Summen zu bezahlen, die WWE nicht bereit ist zu bezahlen, um ihre eigenen Shows zurückzubekommen, und Netflix kauft die sich, da hat sie zwar immer noch nicht die WWE, aber sie sind wieder bei Netflix mit drin. Ja. Das ist einer meiner Gedanken, die ich habe, so, dass ich denke, okay, vielleicht ist es ja ganz gut so, weil vielleicht hat Netflix bessere Argumente, weil die Leute, die Rechte besitzen, die sind ja zum Teil so stur und wollen das Geld nicht von der WWE haben, also wollen nicht, dass die WWE dieses Material hat. Aber es geht ja nicht mehr um WWE, es geht ja um TKO-Netflix. Und vielleicht ist der ein oder andere sogar bereit, dann zu sagen, ja gut, dann macht's halt, ich krieg viel Geld. Wir werden bestimmt an einer anderen Stelle nochmal im Down the Road irgendwie über dieses Thema sprechen. Absolut. Aber wir haben jetzt schon 19 Minuten über nur dieses eine Thema gesprochen. Und wir ist haben ja auch, nur 60 ist ja auch Minuten. Wichtig. Ist ja auch wichtig. Ist wichtig, ja? Absolut. Wir könnten jetzt die andere mit Vince McMahon füllen, theoretisch, aber weiß ich nicht. Ich habe da keinen Bock drauf gerade, nee, ganz ehrlich, nicht. Muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Weil mich das, ich finde es einfach nur, ich habe mir die Teile dieser Anklageschrift durchgelesen und es hat mich einfach nur angewidert. Ja. Und ich möchte mich darüber eigentlich gerade nicht unterhalten, weil ich das einfach nur abartig und abstoßend finde. Ja. Bin also, ich bei wirklich. Dir und ich hatte es vor ein paar Tagen schon in den Social Medias geschrieben, es tut mir irgendwie weh, so viel Mist zu lesen über jemanden, den ich mal respektiert habe, sogar sehr respektiert habe und das einfach mit keiner Faser meiner Seele noch hinbekomme, dass ich den Mensch verteidigen möchte und kann, aber ich halt genau weiß, dass das mal so war, dass ich den mal echt mochte und dass ich den respektiert habe für das, was er geleistet hat. Und das wird sich auch nicht ändern, aber es wird mir halt immer schwerer fallen, darüber noch zu reden. Und selbst solch eine Aussage, wie ich gerade eben noch relativ leicht hinbekommen habe, zu sagen, das wird zukünftig einfach nicht mehr passieren, weil mir das dann irgendwie wehtut, weil ich genau weiß, was eine aktuelle Situation ist und das geht einfach dann nicht mehr. Und das tut mir weh, das so zu realisieren, was da alles passiert ist. Ne? So ein Cheat. Ja, nicht schön, gut. Absurd. Pass auf, Basti, ich hab dir, warte mal, ich mach mal eine Kleinigkeit, die ich vorhin schon mal angekündigt hatte bei dir im Off-Talk. Ich habe etwas über den Royal Rumble 2024 gelesen, wo ich etwas irritiert war, sag ich mal. Und zwar war die Aussage, mehr oder weniger, kein Wunder, dass kaum Reaktionen bei den Einzügen im Royal Rumble sind. Die Musiken sind zu generisch. Niemand kann mehr auseinanderhalten, wer eigentlich kommt. Das ist die Aussage. Meine Frage ist... Unterschreibe ich. Wirklich? Okay, ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Ich kann, bei manchen Leuten konnte ich es einfach nicht... Also das liegt aber vielleicht auch einfach daran, weil ich einfach... glaube ich, seit WrestleMania das erste Mal wieder WWE geguckt habe. Das ist noch ein ganz anderes Thema, okay, ja. Genau, aber ich konnte zum Beispiel, Shayna Baszler hat eine neue Musik. Ich kannte das noch, wo dieses Maschinen... Seit zwei Jahren. Ja, keine Ahnung, sorry, ne, aber das ist halt einfach so, dann Kalito kommt nicht mit, ey,
Kommt nicht raus mit I spit in the face of people who don't want to be cool. So, das habe ich nicht erkannt. Aber ich finde tatsächlich, viele Musiken hören sich mittlerweile wahnsinnig generisch an. Hm. Ich weiß nicht, wer das aktuell produziert. Es ist ja nicht mehr C-Force, es ist definitiv ja nicht mehr Jim Johnson, sag ich schon. Doch, Jim Johnson. Ist ne? richtig. Hm? Nee. Ja. Es sind definitiv, ich weiß nicht, wer das aktuell ist, aber ich finde den Outcome schlecht. Und wenn man vor Monaten oder ich sag mal vor einem Jahr ungefähr AEW noch vorgeworfen hat, dass man die Leute nicht an den Musiken erkennt, das hat sich bei mir gedreht. Aber es liegt wahrscheinlich aber, weil ich mehr AEW gucke und dann die Musiken zuordnen kann. Aber ich hatte sehr lange das Problem bei AEW tatsächlich so in der Midcard zu erkennen, welche Musik das sein soll. Das habe ich jetzt tatsächlich so, dachte ich so, boah, es ist eigentlich, vielleicht war es auch an der Akustik im Tropicana Field nicht so geil, aber ich fand, viele von den Musiken waren sehr, sehr generisch gleich. Okay, weil bei mir, also ich hab die Aussage gelesen und dachte mir, okay, darüber möchte ich kurz reden. Weil bei mir, in meinem Kopf ist es halt genau das Gegenteil. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dann muss es ja die Frage sein, wann war es denn besser? Weißt du? Dann ist natürlich, dann du sagst natürlich eine Phase. C-Force, würde ich sagen, war noch sehr gut erkennbar, fand ich irgendwie so. Da war so eine Phase, also, wo du mehr geguckt hast. Also das ist macht ja jetzt schwierig für dich, weil wenn du regelmäßig gucken würdest, Raw, SmackDown, NXT, dann würdest du die Musiken ja auch erkennen. Ich habe jeden erkannt. Also ich habe das Problem nicht. Ja, ich weiß. Ich, bei manchen natürlich auch nicht. Aber wenn du mir zum Beispiel jetzt die Musik von Andrade, die Musik von Santos Escobar und die Musik von Kalito und die Musik von Dominik. Kann ich auseinanderhalten. Also die von Andrade kannte ich nicht. Die wurde beim Royal Rumble debütiert. Da gab es keine Reaktion. Ja, aber die hat direkt mit seinem Catchphrase begonnen. Deswegen habe ich auch sofort erkannt. Ich möchte übrigens. Er ging mit El Idolo, ging das ja los. Da war doch klar, wer kommt. Ja, das ist richtig. Aber ich möchte übrigens, dass du in Zukunft einen kurzen Einwurf, weil ihr was jetzt bei All Eyes On A-Train einen Zug genannt habt, möchte ich jetzt ganz gerne, dass Austin Theory nur noch eine Stadt genannt wird. Austin Theory ist eine Stadt? A-Town. Aber Austin Theory ist doch einfach eine Theorie. Aber er ist ja die A-Town. Er ist ja so beim Ziel drin. So A-Town. A-Town Down, Er ist einfach eine Stadt. Ja, aber er heißt ja nicht so. Es ist ja nicht mal sein Spitzname. Nein, aber es ist. Oh, ich wollte ihn. Ach, der ist ja kaputt gemacht. Aber kaputt machen kann ich gut, ja? Also pass auf. Nee, also um nochmal die Gedanken mit den Themes, ja? Ich finde nämlich zu nahezu jedem Zeitpunkt in der Geschichte des Wrestlings, abgesehen von den Anfang 90ern, finde ich jede Phase von der WWE musikentechnisch generischer als aktuell. Findest du? Ja. Zu 100.000%. Da gibt es so viel. Das ist alles dasselbe. Da machst du einen Riff anders, dann ist es Crush, dann sind die Bushwackers, dann ist es Tatanka. Weißt du? Da hätte ich aber weniger Probleme tatsächlich, glaube ich. Weil du das natürlich viel mehr verfolgt hast und das schwerfällt, das im Kopf umzudenken. Aber da hast du immer mit 3 oder 4 Akkorden gearbeitet und hast immer dasselbe Theme. Und dann änderst du einen Riff und dann ist das Lied ein anderes. Dann wird es von Crush wird zu Doink, Doink wird zu Bam Bam Bigelow. Ich übertreibe. Bitte nicht auch die Goldwaage legen. Ich übertreibe. Aber seit dem, was du sagst, so seit CFO, dieses Prinzip, ja? Seitdem man halt versucht, auch jedem Wrestler irgendwie ein Theme zu geben, zum Teil auch wieder mit Gesang, was eben auch eine ganze Zeit lang nicht der Fall war, dass die einfach nur Melodien bekommen haben und die wurden einfach nur minimal verändert. Und dann haben auf einmal Wrestler von Woche zu Woche einfach die Themes untereinander getauscht. Und das wurde erst klar, ach, du hast ja jetzt das alte Theme von Heidenreich, oh, das ist ja das, weißt du? Und so weiter und so weiter. Deswegen finde ich nämlich genau das Gegenteil, deswegen bin ich auf diese Aussage so angesprungen. Ich finde das aktuell so gut wie lange nicht mehr und lange nicht mehr wie zurück in die 90er. Deswegen habe ich diese Aussage so überhaupt nicht nachvollziehen können. Also, ja, ich würde sagen, in der Ruthless Aggression Ära war es vielleicht am schlimmsten, sowas fand ich, was generisches Geschrammel teilweise angeht. So, da würde ich sagen, das war. Aber da gab es ja auch dann diese Phasen, also ich sammle ja auch Entrance-Themes, ja? Die kriegen ja dann immer so dieses First, Second, Third und sowas, haben die meist noch einen Namen. Inzwischen heißen die ja auch einfach, die heißen ja nicht mehr, es ist die so und so viel die Nummer des Wrestlers, sondern die haben einfach einen Namen, sind dadurch eindeutig identifizierbar. Aber vor allem so in dieser Phase, Ende Attitude Era bis Übergang, Ende Ruthless Aggression, da haben so viele Wrestler so viele Versuche eines guten Entrance-Themes gehabt, das ist bekloppt hoch, setzt eine Zahl ein.
Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich mag nicht alle Themes, die aktuell gespielt werden. Das ist eine ganz andere Aussage, ja? Aber die Wrestler eindeutig identifizierbar und zum Teil eben schon an den ersten 5 Sekunden bis 10 Sekunden ist so gut wie ewig nicht mehr. Ja, ja, ja. Also ich fand es jetzt nicht übertrieben schlimm, ne? Aber das liegt wahrscheinlich bei mir wahrscheinlich eher dran, weil ich nicht so im Produkt drin bin. Möglich, ja, dann macht das natürlich wahrscheinlich auch schwer. Das ist klar. Ja. Ja. So, ob das jetzt die Musik von Bronson Reed gewesen wäre oder von Karrion Kross, fucking no, ne? I don't fucking know. Ja, das von Karrion Kross finde ich halt schade, dass man ihm dieses coole Theme, das war das Beste an ihm eigentlich, also für mich persönlich jetzt, ja, das Theme halt, aber jetzt haben sie es halt geändert für diese Gruppierung und es ist halt jetzt auch dann sein Theme geworden, das finde ich ein bisschen schade, es ist halt ein Remix von diesem alten Theme, aber ja, mal gucken. Vielleicht, wenn er wirklich ein Singles-Match hat, kommt er vielleicht auch wieder mit einem anderen raus, das werden wir dann sehen. Das wissen wir bisher noch nicht, dass man natürlich am Anfang halt immer dieses neue Theme spielen wird, ist auch klar, weil AOP hat ja auch scheinbar ihr altes Theme noch. Ja, also vielleicht hat ja dann Karrion Kross, wenn er dann in die Einzelmatch-Fäden geht, dann trotzdem wieder sein Theme, ne? Weil dann das bekannt genug ist. Hat es dich eigentlich irgendwie auch komplett irritiert, dass weder Tyler Bate noch Pete Dunne einen Spot im Rumble hatten? Nö. Kennst du nicht? Mich nee, hat das nee, so, der Kader ist so dicht und so voll, dass du eben nur 30 Spots hast und du hättest und dann... Und Pat McAfee, 29 und Pat McAfee. Ja, aber du hättest noch mal 30 füllen können. Also, weißt du? Also bei den Männern auf jeden Fall, bei den Mädels nicht, natürlich nicht so doll, vielleicht noch mal 20, aber bei den Männern auf jeden Fall noch mal 30 und das wäre auch ein guter Rumble geworden. Das ist schwierig. Guck mal, auch Ciampa und Gargano waren nicht mit drin. Generell waren einige Tag-Teams oder... Ja, warum ist Ivar da? Also ich weiß nicht, ist Dings verletzt? Also nee, der andere? Ja, Eric ist verletzt, aber Ivar ist wahnsinnig stark aktuell bei Raw. Der reißt richtig die Hütte ab. Seit, ich würde sagen, Oktober letzten Jahres, der macht... Wenn der auftritt bei Raw, ist das mitunter Match of the Night. Der ist so gut aktuell. Das ist absolut verdient. Okay, nö, dann sage ich das. Also der ist wirklich... Das macht richtig Laune. Er hat jetzt gerade so eine Mini-Fehde eigentlich gehabt mit New Day und auch mit der Gruppierung rund um Chad Gable. Und da gab es halt ein Aufeinandertreffen mit Otis. Und der hat einfach Otis abgefangen. Also Otis ist mit einer Art Springboard vom Seil und der fängt den auf und gibt dem halt einen World Strongest Slam. Und vor allem nicht in der Bewegung, ich fange dich und fallen runter, sondern ich fange dich, geh einen Schritt und lass dich dann erst fallen. Das war richtig beeindruckend. Und das ist halt aktuell der Spot, den Ivar hat, der liefert richtig ab. Der ist natürlich nicht so wichtig. Also, weißt du, der hat einfach eine Storyline und das funktioniert. Aber er liefert in den Matches, die er hat, ob das jetzt das Ding mit Kofi Kingston ist, was ein herausragendes Match war, oder das mit Otis, oder auch das Ganze um den Fatal 4-Way rund um Wer wird neuer IC-Champion, da war er auch in der Fehde mit drin. Das sind alles richtig, richtig gute Matches, das heißt, der Rumble-Auftritt ist absolut verdient. Den hat er sich wahrscheinlich genau dadurch verdient, dass er bei Raw gerade so abliefert. Okay, na gut. Ja, macht sehr viel, also ja, mir persönlich macht er sehr viel Spaß. Ist auch übrigens einer der Gedanken, die ich zum Beispiel für Give Me Five habe. Ja, also Ivar ist einer von den Namen, die da ganz oben bei mir stehen, bei der WWE gerade. Ja, also wie gesagt, Kofi, Ivar, Chad Gable, das sind so die drei, die bei Raw richtig abliefern im Moment. Ja. Okay, perfekt. Dann ist doch gut. Ja. Ja, das zum Rumble, würde ich sagen. Der Rest wurde, denke ich mal, viel im Rumble, also im Rumble-Podcast ja selber erwähnt wahrscheinlich dann. Und wir können ja dann noch jeder kann natürlich für Give Me Five dann seine Highlights noch benennen. Genau, macht das gerne. Ja, also wenn ihr das jetzt hier hört, ist ja wahrscheinlich gerade wieder Nominierungsphase für Give Me Five. Gut. Da bin ich dann auch wieder mit dabei und werde deswegen auch noch über mehr Aktuelles reden, als wir das jetzt hier an der Stelle Zeit haben. Wir sind jetzt übrigens bei einer halben Stunde. Ja? Jetzt weiter. Dann weiter. Um das vielleicht zu Ende, also worüber ich ja eigentlich reden wollte, war ja Noah. Ich weiß nicht, hast du die Neujahrsshow von Noah gesehen? Nein. Bewusst? Gut, nein. Ich habe mir das Match, also ich sammle ja Matches, ja? Das heißt, ich habe mir auf YouTube, habe ich mir dieses Match schon in meine Playlist gespeichert. Aber dazu muss ich sagen, Basti, ich bin aktuell bei 65 gesehenen Wrestling-Shows in 2024 mit Materialzeit 96 Stunden, 1 Minute und 14 Sekunden und habe dazu noch aktuell 5 Einzelmatches geguckt mit einer Gesamtlaufzeit von 3,5 Stunden, also 3,23. Es war aktuell nicht wirklich Luft für ein Match, was ich glaube, nicht mögen zu werden. Ja. Also es ist halt auch mehr ein Verkehrsunfall tatsächlich so, ne? Also wer die Entscheidung getroffen hat, dass jemand, der ein
eine gebrochene Hand und einen angeschlagenen Knöchel hat, in ein Match zu lassen, in ein Main-Event zu lassen. Noch schlimmer, ja. Genau. Noch schlimmer. Der sich dann da noch den zweiten, also die beide dann durchschießt, beide, ne? Also, und das Bild, was abgegeben wurde am Ende, war, dass Kota Ibushi auf rohen Eiern in den Backstage gekrochen ist. Also wirklich auf der Bühne zusammengebrochen ist und dann dahin gekrochen ist, nach hinten. Ja. So, es ärgert mich einfach, so kolossal, so wirklich, weil. Aber das kann doch auch keiner, also. Ich weiß, das ist ja wirklich etwas, worüber man sich einfach nur ärgern muss. Also, ja. Wer hat denn da wirklich die bewusste Entscheidung getroffen? Das ist das so, ist das machen wir jetzt. Hä? Das klingt gut. Ja. Weil ja nicht nur Kota Ibushi ist verletzt, sondern sein Gegner ja auch ins Match gehend schon. Ja. Fuji ist halt seit Jahren auch schon. Es ist ja nicht mehr, ist ja auch seit Jahren nicht mehr, ist ja so auf diesem Tanahashi-Level irgendwo unterwegs, so, ne? Ja, ja. Du guckst ihn an und siehst, diese O-Beine kommen nicht von ungefähr, so, das ist halt alles durch. Aber er war, also, der kann das Beine, auch nicht mehr. Er war doch auch verletzt, oder? Da war doch eine Meldung, dass beide verletzt sind. Ja, also Mario Fuji ist immer verletzt. Ja, okay. So, der ist immer verletzt. Das ist dieses Tanahashi-Prinzip halt einfach so. Er wird halt aus viel guten Willen noch zusammengehalten. Ja. So, deswegen gucke ich mir die Matches von ihm eigentlich auch gar nicht mehr an, weil das hat nichts mehr mit Mario Fuji zu tun. Das ist auch nur ein Schatten seiner selbst irgendwo. Ja, ja. Und ich hoffe, dass das jetzt auch dann bei ihm mal endlich so in Richtung Karriereende dann vielleicht mal irgendwo tendiert. Weil glaub ich nicht. Guck mal, wie lange Muto durchgehalten hat. Ja, das ist ja das Schlimme. Der läuft genauso wie Muto. Ja, das ist ja mein Vergleich war ja gewillt. Also, ja. Ne, das ist ja das, was du. Und ja. der Stil, den Muto dann aber natürlich irgendwann ging, der ist ein anderer als der Muto, der mal war. Ja, und wenn Marafuji es irgendwann mal hinbekommt, seine Stilistik ein bisschen zu ändern und mehr auf Mattenwrestling zu gehen. Ja, ist er schon jetzt. Also, er geht schon mehr auf die Matte, ne? Richtig. Aber halt trotzdem sehr beinlastig. Er muss halt Rücken- und körperlastig werden. Und wenn er das nicht ändert von seiner Art und Weise, wie er wrestelt, denn es bringt ja nichts, wenn du Beinprobleme hast und auf Resthold zu gehen, bei denen deine Beine wichtig sind. Dann machst du dir ja genauso weh. Also tust du dir ja genauso weh. Aber es gibt ja Mittel und Wege im Wrestling, Knieverletzungen zu umworken. Ja. Und das macht er bisher ja nicht. Er hat angepasst, ja. Aber er wirkt ja trotzdem immer noch auf seine generellen Schwachpunkte im Körper. Das heißt, er hat was geändert, aber das hat noch nicht wirklich geholfen. Und ich glaube, ich hoffe, dass das man jetzt irgendwie hinter sich lassen, aber das hat Noah für das in das Jahr gehen einen Riesenknacks gegeben. Und vor allem dann Kenno, der gerade frisch World Champion geworden ist und hier eigentlich den Payoff aus diesem ganzen Stable rund um ihn, das war der Co-Main-Event, ne? Ja, genau. Ja. So, und da hat er ja auch selber in der Pressekonferenz gesagt, so, was ist das eigentlich für ein Bullshit? Warum steht der World Champion nicht im Main-Event? Ja, genau. So, wer ist denn dieser Kota Ibushi so? Und das Ding ist, nach dem Match kommen sowohl Jake Lee, der das Jahr über das 23 halt als World Champion geprägt hat, und Kaito Kiyomiya, der kein gutes 23 raus, und sagen so, was will dieser Typ hier eigentlich? So, das soll sich mal verwitzen. So, das war wahrscheinlich irgendwas Angeteastes, dass da mehr Matches folgen sollen, die nicht stattfinden werden, wahrscheinlich einfach. Ja, erstmal nicht. Weil in Kota Ibushi wird wahrscheinlich noch genau ein Match drin stecken, sollte es für mich zumindest, und zwar, dass er komplett sich fit macht, sagen wir mal auf 80%, weil mehr wird da in seinem Körper wahrscheinlich einfach nicht mehr drin sein. Und dann kommt der andere mit 80% und dann kann Kenny gegen Kota noch ein letztes Match worken. Und dann können sie ihre Karriere zusammen beenden. Ist nur deine Hoffnung. Kota Ibushi hört nicht auf. Ich weiß, aber das ja, aber dann wirst du irgendwann wirst du eine Meldung haben, Kota Ibushi ist im Ring gestorben. Das ist so einer von denen, bei denen ich das zu 100%, wenn mir das einer so, ja, das schreibe ich so. Weil er einfach kaputt geht irgendwann. Oder ist halt dann das gleiche Prinzip, natürlich kann man das ein bisschen, aber so Takayama, ne? Ja, das Prinzip. Ja, ich hoffe nicht, dass wir sowas mal lesen werden. Nein, bitte nicht. Ich will das nicht. Also ich wünsche dem das nicht, ich will das nicht. Ne? Ja. Ich werde kein Fan mehr von dem Mann im Leben nicht. Verletzt sich schwer im Ring oder sowas, weißt du, so eine Schlagzeile. Ja, willst du nicht. Ja, selbst das willst du doch nicht. So, ja. Ne? Ah, nee, weiß ich nicht.
Aber das ist aber und generell halt diese Stilistik in Japan. Ich meine, guck mal, als ich aufgehört habe mit, aber auch was die Junior Division bei NJPW macht, das habe ich schon in dem Moment, wo ich aufgehört habe mit New Japan regelmäßig zu gucken. Ich mache immer noch Cherrypicking. Ja, ich gucke halt die zwei, drei wichtigen Shows des Jahres. Die gucke ich auch in Gänze. Ansonsten mache ich rein Cherrypicking. Es gab auch schon ein Jahr, wo ich gar nichts von New Japan geguckt habe. Und es fehlt mir nicht, weißt du? Ich hole natürlich dann das auf, was ich dann vergessen habe oder wie auch immer, das gucke ich dann irgendwann noch. Aber es kann auch gut und gerne sein, dass ich mal ein Jahr gar nichts gucke. Und das tut mir nicht weh. Aber in der Phase, wo ich noch versucht habe, alles zu gucken und wo mir das auch wichtig war, dass ich alles sehe, da war halt der Knackpunkt, der es mir schwierig gemacht hat, immer weiter dran zu bleiben, diese Art auf den Nacken zu wirken. Also deine Stürze mit dem Nacken zu schützen. Also bewusst. Weißt du, ich nutze anstatt die große Fläche meines Rückens zu nutzen, nutzen sehr viele Wrestler die Stilistik, nicht nur bei New Japan, sondern generell in Japan, nutzen ihren Nacken und die Halswirbel und die Schultern, um Bumps zu federn. Seid ihr denn alle bekloppt? Das hat sich bisher nicht geändert. Ja. Und das machen die bewusst. Das macht Noah halt auch, ne? Also ja, das ist ja nicht Japan-Ding. Ja. Das ist auch ein bisschen Indie-Wrestling-Ding, aber es ist vor allem Japan-Ding. Und ich denke mir, in bestimmten Aktionen, ich meine, es ist leicht zu sagen, ich entschuldige mich bei allen Wrestlern, die das hier gerade hören. Ich habe noch nie selber im Ring gestanden. Ich habe an mehreren Trainings teilgenommen. Ich habe zwei Bump-Schulen mitgemacht und so weiter. Ich kann nicht wirklich darüber reden, wie das ist, in einem Match zu worken. Aber ich denke mir so, ich sehe diese Aktionen und es wäre doch mitunter so leicht, den Körper des Wrestlers, der die Aktion gerade einsteckt, dass der sich einfach ein kleines bisschen von der Schwerkraft her fallen lässt und damit den Bump sowohl auf den Schultern als auch auf dem Arsch federt oder sich sogar noch im Hohlkreuz platt machen, damit der Bump sogar auf dem Rücken landet. So wird ja eigentlich gebumpt. Warum machen die das nicht? Das ist ja nicht so, dass sie das nicht können. Die wollen ja den Bump auf dem Nacken und auf den Schultern. Es sieht spektakulärer aus halt einfach, ne? Also die entscheiden das bewusst, nicht auf dem Rücken zu bumpen, so wie ich das gerade beschreibe. Aber es wäre so viel leichter und so viel verletzungsrisikoärmer, das zu machen. Und ich verstehe es einfach nicht. Es ist genau das, was du sagst. Es sieht beeindruckend aus. Du hast immer so, sofort natürlich. Das ist jedes Mal aufs Neue. Das passiert ja. Aber die machen sich ja ihre Körper kaputt. Und das ist ja nicht nur einfach so dahergesagt. Die könnten alle so eine lange Karriere haben und die verkürzen sich das alles um ein Vielfaches. Kota Ibushi ist halt sozusagen das Paradebeispiel für das, also heutzutage, ne, was die sich antun halt irgendwie so. Und wie du daran kaputt gehst halt irgendwie so. Und du kannst dabei zugucken quasi. So. Aber du kannst ihn auch nicht aufhalten irgendwie, weil es niemanden gibt, der ihm sagt, ja, ist eine gute Idee. Das ist keine gute Idee, Kota. Ja. Es gibt keinen, der ihm das sagt, scheinbar. Absolut, ja. Ja, weil sonst hätten sie ihn ja gesagt, ja, dann packen wir dich nicht in den Main-Event, so, ne? Richtig. Es macht ja auch gar keinen Sinn. Ein so wenig aufgebautes Match geht in den Main-Event, während der World Champion in den Co-Mainer muss. Das macht ja auf der Card überhaupt gar nicht. Es gibt keine nachvollziehbare Erklärung für mich, warum das so gemacht wurde. Rein der Name Kota Ibushi muss im Main-Event stehen. Das ist die Erklärung. Das ist doch Murks. Absolut. Und ich meine, wir haben Kota Ibushi ja auch über das Jahr bei All In in London und so gesehen. Der ist nicht fit und der kann auch nicht mehr. Der kann einfach nicht mehr. Sorry, aber das ist ja auch eine Gefahr für den Gegner noch dazu dann. Richtig. Das ist ja nicht nur Gefahr für ihn, sondern für den Gegner auch noch. So und nee. Bin ich komplett bei dir. So. Tut zum Teil wirklich weh. Also, ja, das tut weh. Also das ist körperlich und vom Kopf her. Das macht wirklich nicht Spaß, die Matches zu gucken. Und ich glaube, das geht auch Kota Ibushi-Fans so. Also jetzt in dem Fall jetzt Alex vor allem mal angesprochen. Ich glaube, das geht jedem so. Das macht keinen Spaß aktuell zuzugucken. Weil man sich zum einen Sorgen um ihn macht und zum einen um seine Gesundheit und eben auch dann um dieses Match selbst. Denn das macht dann Kopfschmerzen. Dann merkt man, oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Und das ist doch nicht gut. Also da muss irgendwas gedreht, geändert werden, gemacht werden. Ja, definitiv. Dann würde ich vielleicht noch gerne wir sind bei 40 Minuten, wir sollten gleich. Ich sag mal ganz kurz nochmal, was gleich passieren wird, wenn dieser Timer vorbei ist, dann wird bei mir hoffentlich, ich habe noch nie einen Timer am Handy benutzt. Ich hoffe, das macht ein Geräusch, dass ich das mitbekomme, ja? Es wird keine Verabschiedung geben. Wir sind einfach weg dann irgendwann. Also wundert euch nicht, dass wir euch in dieser Ausgabe nicht verabschieden. Ich sag schon mal danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal, gewinke. Das ist es einfach. Mehr kriegt ihr heute nicht. Also wir sind einfach raus nachher irgendwann, wenn die Zeit vorbei ist. Ja. Ich will vielleicht nur über Japan positiv vielleicht noch, was man unbedingt gesehen haben sollte. Das ist, glaube ich, also man kann es auf Thriller gucken.
Hat Jan auch schon mal angerissen, Triple Crown Match Katsuhiko Nakajima gegen Kento Miyahara. Ist ein hervorragendes Match. Ja. Und es ist, da tut sich auch keiner böse weh. Also außer die Kicks, die halt fliegen. Aber das sind halt auch Kickpads. Das ist halt auch mehr Polster als Körper. Tut sich keiner weh, ist von Wrestling eine sehr gewagte Aussage. Ist eine sehr gewagte Aussage. Ich weiß, ich war auch Trainingsgym durchgehabt. Ich weiß, wie das ist. Das tut alles nicht. Aber ist ein super Match. So, ne? Das macht richtig Spaß zum Zugucken. Die ganze Card kann man sich angucken. Aber das sollte man, wenn man Fight oder beziehungsweise Thriller Plus hat. Ohne H. Triller. Trillerpfeife. Ja. Sehr gut. Dann etwas, was mich betroffen gemacht hat. Und zwar, das ist auch auf Thriller TV. ICW Double Down. Also ein Insane Championship Wrestling aus Glasgow, also aus Schottland, wo ich ja vor ein paar Jahren noch war. Ich habe auch mit Frankie da eine Review drüber gemacht. Der war zwar nicht dabei, aber jetzt geguckt. Ich war vor Ort in einer Venue für, ich sag mal, 10.000 plus Fans. Diese Veranstaltung hat vor 80 Leuten stattgefunden. In ihrer Academy. Ja. Also in ihrer Schule. Da war ich auch drin, aber das war eine Schulshow quasi von denen. Das war so, ja. Und wenn man dann halt guckt, dachte ich so, ja gut, das ist vielleicht so eine Auftaktshow, da wollen sie vielleicht irgendwie was zeigen. Am 10.12. hatte ICW Fear and Loathing 15. Das ist die große Jahresendshow oder von ICW, da wo ich halt auch war. Die Highlight-Show, ja genau, also genau. Das WrestleMania von ICW. Die hat in der gleichen Halle stattgefunden. Also in der Trainingsschule. Wahrscheinlich stehen hier keine Menschen, aber ich würde mal sagen, viel mehr passen da halt auch nicht rein. Als 80. Ich glaube, 200 war gemeldet. Aber das ist halt auch. Ja, ich weiß nicht. Nichts. Ich weiß, gar nichts. Ist absurd. Also, ja. Wenn sie halt auch Hallen hatten, die sie vorher bespielt haben, das eine war mehr ein Club, wo das halt drin war, wo sie regelmäßig ihre Shows aufgezeichnet haben, da passen so an die 1000 rein, würde ich sagen. Vielleicht, wenn du viele Leute reinstopfst. Und ansonsten waren sie in so einer riesengroßen Bowlerama, hieß das, glaube ich. Das ist halt so, das über oder unter einer Bowlingbahn. Das ist halt ein riesengroßer Ballroom. Da passen auch so 5.000, 6.000 Leute, glaube ich, rein, theoretisch. I don't know, so genau. Aber 80 bis 200. Ja. Puh. Ja, ist bekloppt. Aber puh, also, Leute. Die Atmosphäre der Halle oder die, also Garage heißt das, glaube ich, ne? Nee, das ist die Asylum. Die Garage ist dieser Club, wo ich das meinte. Das war das, wo ich Rob Van Dam live gesehen habe. Ich meinte jetzt die Garage, also da, wo ich, wo jetzt Fear and Loathing stattgefunden hat. Nee, da hat Fear and Loathing nicht stattgefunden. Das war letztes Jahr, ne? Letztes Jahr waren sie da und sie sind jetzt noch den Downgrade gegangen in ihre eigene Trainingsschule. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da kann ich da gar nicht drüber reden. Nee, mein Gedanke, den ich gerade ausdrücken wollte, ist ja gar nicht der richtige. Ich dachte gerade, so die Atmosphäre hat mir aber gefallen. Aber dann ist das ja, dann passt der Gedanke nicht, weil das nicht die richtige Halle ist. Nee, dann vergiss das wieder. Ja. Aber das ist, ich weiß nicht. Also ICW, also ne, klar, den hat vor allem auch Speaking Out richtig gut getan. Kann übrigens auch mit den 200 nicht stimmen. Dann habe ich da auch vielleicht den falschen Gedanken. Nee, würde ich auch nicht sagen. Das, nur nochmal als Ergänzung kurz, dass ich mich da ein bisschen sicher mache. Also dem hat das auch richtig wehgetan und auch zu Recht wehgetan. Aber was daraus, also ich sag mal, Progress ist ja sozusagen wieder auferstanden irgendwo so ein bisschen. Ja. Aber ICW ist komplett tot gefühlt. Also das ist nichts mehr. Ja, vor allem, also was halt daran irritierend ist, ihr Fight Club, also diese mehr oder weniger Wochenshow, die lief ja eine ganze Zeit lang noch im Network. Das war ja die letzte Independent-Liga neben der WXW, die noch im Network lief. WXW ist ja noch da. ICW ist inzwischen auch weg, gar nicht so leicht. Das habe ich nicht verstanden, warum die mit dem Geld von der WWE irgendwie ihre Shows immer weiter abstufen. Also sowohl was den Kader betrifft, als auch was die Wertigkeit der Shows betrifft, als auch was die Matchqualität betrifft. Und trotzdem, was jetzt kommt das große Aber, ich verfolge sehr viele von den Wrestlern von ICW über Social Media. Und die sind alle Feuer und Flamme für ICW gerade. Das heißt, Kenny Williams hat geschrieben, das war die beste Fear and Loathing aller Zeiten. So, ja, das hattest du mir, glaube ich, auch sogar erzählt. Ne, da habe ich auch zu dir gesagt, das habe ich auch gelesen. Aber ich habe es, glaube ich, nicht bei ihm selbst gelesen, sondern weil retweetet von irgendwem anderes. Aber so dieser Grundgedanke, ich glaube, dass ICW wieder back to the roots geht, dieses, wir wollen wieder eine Gemeinschaft sein, so wie das vielleicht auch Ligen wie Total Nonstop Action, also Impact Wrestling machen, dieses
Das war ja etwas, für das ICW gestanden hat, über viele, viele Jahre. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Dieses Back to the Roots, wir sind wieder eine Masse, wir sind wieder füreinander. Wir haben diesen ganzen Kokolores überstanden, der uns passiert ist. Zum Teil wissentlich, zum Teil unwissentlich, zum Teil absichtlich, zum Teil unabsichtlich. Das sind ja ganz verschiedene Aussagen. Ihr wisst wahrscheinlich auch, was ich meine, aber das wollen wir nicht zu weit führen. Und ich glaube, dass aktuell so ein Punkt ist, wo die einfach sich so ein bisschen wieder rebuilden, also sich neu aufbauen, neu aufstellen. Ja, dann bin ich gerne dabei, das weiter zu verfolgen. Aber das ist nur meine Außenwirkung. Also das interpretiere ich da rein, so, ne? Ohne das jetzt gesehen zu haben. Aber das ist das, was durch Social Media so ein bisschen zu mir durchdringt. Also, dass ICW gerade den Wrestlern sehr viel Spaß macht. Und am Ende ist das ja etwas, was dann auch beim Zuschauen wiederum Laune macht. Wenn du merkst, dass die Aktiven Laune haben, dann ist das grundsätzlich egal, ob da 60, 80, 200 oder 50.000 Leute sitzen. Denn das macht dann einfach Bock. Und wenn das passiert, dann ist alles cool. Dann würde ich den Bogen schlagen und gehe wieder zurück nach Japan. Bei einer Show, wo wahrscheinlich noch weniger Leute tatsächlich waren, wo ich Spaß dran hatte wiederum. Und zwar Chris Brooks produces Baka Gaijin and Friends Volume 11. Ja. In einer Bar ist das. Das findet immer in einer Bar ohne Ring statt. Ja. Du hast da einfach so eine Matte, die dann da am Boden liegt und Chris Brooks und Freunde machen Chris Brooks und Freunde Schadenfreude-Sachen. Schadenfreude-Sachen. Ja. Da taucht Zack Sabre Jr. im Opener als Ringarzt auf. Ja. Der dann, und das ist total bescheuert, dann kommt Antonio und sagt, ich habe mich in eine Zerrung gezogen. Dann kommt natürlich Dr. Sabre raus und macht mit seinen Wrestling-Moves, also mit ne, Verbiegen der Gelenke und ähnliches. Ja. Macht ihn wieder drückt heil. Er ihm die Gelenke wieder. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Großartig. Das ist absolut geil. Ja. Und der Main Event, möchte ich für 2-on-1-Handicap, Shuma Katsumata gegen Matt Dr. UK und Mecha Mami. Großartig. Das ist absoluter Blödsinn. Es ist absoluter Blödsinn. Es endet dann halt auch mit so ein bisschen Lego-Steine auf dieser Matte und ein Tacker wird eingesetzt und sowas. Es ist alles totaler Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn. Aber es macht Spaß. Ja, los, Wrestling gut. Ja. Und es ist frei auf YouTube verfügbar. Einfach, ne? Okay. Ist mega witzig. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Googelt ja, das. Wie können wir das auch alles gerne irgendwie unten so als Shownotes, wie ich das beim Clubhaus mache, vielleicht sammeln und dann mache ich so eine Linksammlung vielleicht raus, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Also alles, was den Hörern hilft, ist ja, wir wissen ja selber, wie es funktioniert. Die meisten sind dann doch irgendwie faul und haben vielleicht gerade nicht richtig zugehört, müssen nochmal zurückspulen, aus den Augen, aus dem Sinn, der Gedanke ist weg. Wenn das aber nochmal irgendwo steht, dann ist es leichter. Machen wir es ja gerne so. Machen wir so, ne? Hast du DDT geguckt? Nee. Von die Jahres-Opening-Show. Ich hab's. Nee. Der braucht eine Delfin-Therapie vom Iron Man Heavy Metal Match. Ja. Ja. Kuro Yoshi Tokyo, Japan. Der Mann kennt man aus der WWE vielleicht noch als Yujiro Kuroshio? Nee. Der mit einer Jacke, der Japaner, der mal mit einer Jacke auch aufgetreten ist. Der Japaner mit einer Jacke aufgetreten ist? Ikeman? Ikeman Jiro? Ja. Eichmann, ja. Eichmann Jiro, genau. Also Eichmann heißt er, glaube ich, aber ich sage mal Eichmann, ja. Eichmann Jiro. Ja. Gegen Danshuko Dino. Oh, Alter, ist das. Oh mein Gott, Alter. Dinge werden. Also, die gehen irgendwann. Also, so vielleicht ein Auszug. Der Mann, der Eichmann begleitet, also Sego Tachibana, der wird im Ring vergewaltigt, quasi, wenn du so möchtest. Nun. Da wirklich, Ikeman braucht ja 200 Jahre, bis sein Einzug durch ist. Und dann wird er da im Ring halt die ganze Zeit, Dino macht da die ganze Zeit Kopulierungsbewegungen in ihn herein. Am Boden liegend, so 10 Minuten lang. Okay. Und dann verlassen Ikeman und dann Shuko die Halle irgendwie durch so eine Seitentür und dann kommen die wieder rein und Ikeman die Hose hängt auf Halbmast. So. Und das geht 12 Minuten so. Das ist einfach. Ja, klingt nach DDT. Also ich hatte über DDT ist bei mir auch Cherrypicking, ne? Ich gucke mir dann halt so Peter Pan und sowas gucke ich ganz gerne mal rein. Ja. Oder auch diese Shows in den Freizeitparks. Das sind auch so, kann man einfach abschalten. Das ist einfach Murks.
Aber das macht halt Laune. Ja, so, das ist einfach völlig drüber. Zum Teil kenne ich die Wrestler nicht, aber das macht einfach Laune. So, weißt du? Ich will den Titelrun von Chris Brooks gerne unbedingt nochmal nachholen. Also, ja. Er hat ja ganz schön Einfluss da inzwischen bei DDT bekommen, ne? Durch absolut. Das, durch, absolut. Ja. Schon cool. Er ist ja auch Kommentator bei Tokyo Joshi Pro zum Beispiel. Okay. Also, er ist angekommen. Also, dafür, dass er irgendwann mal gesagt hat: Okay, ich gehe mal für ein Jahr rüber und teste das. Ja, mal sehen, was passiert. War Wortlaut. Ja. Ne? Also mal sehen, was passiert. Ja. Vielleicht bin ich in 3 Wochen wieder zurück, hat er gesagt. Der Mann spricht mittlerweile fließend Japanisch. Okay. Also wirklich akzentfrei. Stark. Wahnsinn, auf jeden Fall. Also Rolle gefunden, sag ich mal. Das war ja auch immer das Problem für ihn. Er war immer glücklich damit zu wresteln. Aber irgendwann sagte er, es reicht mir nicht. So, ich kann mich nicht verwirklichen oder was weiß ich. Und dann, das war ja dann der Versuch mit Japan. Er wollte sich da aber eigentlich einen Impuls holen, der ihm dann wiederum für England und Amerika vielleicht sogar hilft. Aber hat dann währenddessen scheinbar nicht gesucht, sondern gefunden, Japan. Richtig. Ja? Matze, ich habe noch was du auch gesehen hast, auf jeden Fall. Ja, MLW wahrscheinlich. MLW, genau, ja. MLW Kings of Collision. Kings of Colosseum. Colosseum, Entschuldigung, genau. Kings of Collision ist was anderes. Das war, Ja. Ne? Fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Nee, ist eine One-Match-Show. Absolut. Und das Match ist auch gut. Ja. Und also, der Rest Matt Riddle ist okay. Gegen Jacob Fatu. Fertig. Ja, genau. Also, ich möchte vor allem, also, was mir wirklich Kopfschmerz gemacht hat, war das Tag-Team-Titel-Match. Ja. Weil das, also es ist nicht angekündigt, dass es ein No-DQ-Match oder irgendwas ist, sondern es passiert einfach. Ja. Und dann Spots, die funktionieren 3-mal nicht oder 4-mal nicht, dann wird immer wieder diese blöde, bescheuerte, wachfrakile Konstruktion aufgebaut. Ja, ja. Immer und immer und immer wieder. Bei jeder weiteren Aktion fällt das wieder um, weil der Ring vibriert und dann kippt das wieder weg. Also das gemeint ist so eine, die haben so eine Konstruktion, wo man so Bretter und Stühle und Tische und sowas drauflegen kann. Aber das steht halt im Ring und ist nicht wirklich befestigt und rutscht immer wieder runter. Durch die Vibration von den Aktionen vom Backsuplex oder von irgendwelchen Aktionen halt im Ring wackelt das immer so doll, dass dieses Brett, was auf diesen beiden Pollern liegt, sozusagen immer wieder runter. Oder kippt weg oder der Poller kippt um und so weiter und so weiter. Ja, ist unglücklich, sehr unglücklich. Weil das Ding ist, es war ja schon, also ich mag alle vier Beteiligten, ne? One Cold Manders, Matthew Justice, Josh Bishop, Tom Lawler, ich mag die alle. So, das ist überhaupt gar kein Problem. Das Gimmick aber von der FCW ist auch super cool. Das ist mega witzig, ich finde das. Wer das nicht auf dem Radar hat, MLW macht auch eine monatliche Show, die man auf YouTube kostenlos gucken kann, könnt ihr auch sehr gerne machen. Fusion. Fusion gibt's ja aktuell nicht mehr. Achso. Die machen so Mini-Pay-Per-Views. Die nehmen halt an einem Abend sowohl diesen Live-Event für Thriller auf und es gibt vorher oder nachher, ich weiß nicht genau, wie das getaped wird, aber gibt's noch eine weitere Show für YouTube. Die letzte ist im Dezember war Holiday Rush, die ist am 24.12. veröffentlicht worden und jetzt im Januar war Reload. Also Reload war ja auch damals eine Show von der ursprünglichen MLW, Major League Wrestling, was 2002 bis 2004 lief und das ist halt jetzt eine neue Reload und das könnt ihr auch kostenlos gucken, das macht echt Laune. Und MLW ist tatsächlich, ich hab's ja auch im Review schon gesagt, MLW und Progress sind die beiden Ligen, die ich neben der WWE, AEW und Impact am meisten geguckt habe im letzten Jahr. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, in 2024, weil ich auch MLW noch ein bisschen nachgeholt habe, das wird sich auch in 2024 wieder machen. Das ist einfach eine Liga, die macht mir richtig viel Spaß. Nicht in Gänze, nicht in jedem Match, sondern einfach als Gesamtprodukt. Also das Einzige, also ja, wie gesagt, nicht in Gänze. Also ich fand, das Taipei Deathmatch war okay. So, das konnte man sich, ist halt ein Deathmatch, ne? So, mit Dinge passiert. Das Love is Blindfold Match ist absoluter Bullshit. Love Duck ein cooles Gimmick ist. Absolut, ich mag auch Brad Robin Gosling tatsächlich so irgendwie als Gimmick. Wirklich mega aussieht wie Ryan Gosling. Es ist Irrsinn, ja. Ja. Aber ja, also ich mag eigentlich fast, ich sag mal, 90% der Leute auf der Karte mag ich eigentlich sogar sehr gerne. Ah, okay. Was macht das schwieriger? Was mich halt ein bisschen immer und immer wieder fertig macht, weil ich da einfach, ist Matt Striker. Weiß ich nicht. Also. Ich mag ihn eigentlich sehr, aber er hat mit seinen kurzen Einwürfen zwischendurch, da ist er schon ganz schön grenzwertig, ne? Ja, also er ist ja total angeeckt durch die Geschichte, also um Matt Riddle, so, ne, dass er gesagt hat, ja, ist mir eigentlich alles scheißegal, was der Mann in seinem Leben so gemacht hat, so, ne? Mhm. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber ich finde das einfach alles geil.
Er redet drauf los. Man merkt halt, der ist zum Teil nicht vorbereitet. Das ist etwas, was mir persönlich sehr gut auffällt. Er kennt die Leute teilweise nicht und das ist dass er die Leute nicht kennt oder eben auch dann, obwohl er das ja schon eine Weile kommentiert, dann einfach irgendwie über die Story nicht so richtig Bescheid weiß, wo ich mir denke, was hast du denn gemacht die letzten Wochen? Du hast das mitkommentiert. Er ist noch nicht so lange dabei, aber er ist halt schon eine Weile da und das macht es halt echt schwierig, wo mir denke, weißt du, ich habe selber mich schon auf Wrestling-Shows vorbereitet für Kommentar und ich denke mir so, was hat der denn gemacht? Also der kriegt da Geld für. Ja. Du kannst dich gerne ein bisschen vorbereiten. Gucke, was auf der Card steht. Du wirst in der Regel im Laufe des Abends eine Vorbereitung, selbst wenn er sich im Laufe dessen, während er in der Halle ist, sich eine halbe Stunde hinsetzt und vorbereitet, ist er wahrscheinlich besser vorbereitet als das, was er zum Teil ist bei den Shows. Finde ich ganz doof. Und ich mag den halt. Eigentlich. Und ich mag ihn auch eigentlich immer noch, aber weißt du, es fällt mir schwerer, das zu verteidigen. Ich mag ihn, weil ich ihn mag. Ich mag die Stimme und ich mag die Art und Weise, wie er kommentiert. Aber das, ich komme damit nicht klar, weil das immer für mich so wie so ein Lehrer daherkommt. So, ich weiß sowieso alles besser übrigens. Ja. Aber er ist ja nun mal auch, das ist ja sein Gimmick. Das ist schwierig. Ja, aber trotzdem, ich weiß, was du meinst, ja. Aber das ist auch etwas, was mir auf die Lasten gelegt wird. Weil er es dann ja nicht besser weiß, tatsächlich sogar. Ja. Das ist ja dann, dann selber. Aber das ist ja etwas, was mir auch ganz oft zu Lasten gelegt wurde über die Jahre, dass ich es dann mal so tue, als ob ich alles besser weiß. Zum Teil, weil man natürlich einfach andere Informationsquellen hat und einen ganz anderen Wissensstand. Das wirkt dann aber auf jemanden, der sich dann belehrt fühlt von mir, natürlich negativ, obwohl es von mir gar nicht so gemeint ist. Aber weil ich natürlich einen anderen Wissensstand habe als andere. Das heißt nicht mehr, sondern anders. Das macht natürlich grundsätzlich dann auch schwieriger, das richtig zu bewerten, auch wieder richtig in Anführungsstrichen. Ne? Da ist Matt Striker, glaube ich, auch ein bisschen gefangen in Gimmick und in der Art und Weise, wie er als Mensch ist. Wahrscheinlich. Schwierig halt einfach. Ja. Nee, MLW macht mir richtig viel Spaß. Also werde ich auch in Give Me Five ein bisschen drüber reden. Ich glaube, das beste Match, was ich jetzt gerade in den letzten Wochen halt gesehen habe, war das letzte Match zwischen Fatu und Hammerstone. Das hat mir Laune gemacht. Das müsste von Holiday Rush gewesen sein, ne? Das war der erste, dass Fatu gewinnen konnte. Bisher hat ja Hammerstone immer gewonnen. Und jetzt auf dem Weg raus, Leave on your back, alles richtig gemacht. Hammerstone verliert, Jacob Fatu wird overgebracht. War einfach aber rund. Ist Jacob Fatu auf so einer Abschiedsshow-Tournee irgendwie so gefühlt? Kriegt er jetzt so super Matches? Nee, er ist einfach gerade der Star. Also es wirkt so, ne? Aber nee, ich hab nichts davon gelesen, dass es wirklich davor ist, zu wechseln. Ich habe gelesen, dass Booker T alles daran setzt, irgendwie Jacob Fatu zur WWE zu kriegen. Und ich dachte mir so, Booker T hat einfach die Fresse. Weißt du, der hat den zweimal erlebt bei einer Reality of Wrestling Show. Jetzt, weißt du, der hat sich selber als Manager präsentiert von Jacob Fatu und tut so, als ob er ihn erfunden hätte. Das ist Booker T. Das ist Booker T in a nutshell. Der sieht den Wrestler zum ersten Mal, genauso wie Roxanne Perez, die er ja ausgebildet hat. So Quatsch. Weißt du? Er sieht die und erlebt irgendwas mit denen und findet die gut und hat die auf einmal erfunden. Die denke ich mir, Alter, halt die Fresse. Tut mir voll leid, ich mag den wrestlerisch, aber bei all dem, was er tut in Social Media, in seinem Podcast und am Kommentar, holy Bamboozle. Wirklich. Schlimm. Ja. Ja. Wir sind in der letzten Minute, also wir sind bei nur noch 60 Sekunden. Basti, was hast du noch irgendeinen wichtigen Gedanken? Eigentlich soweit nicht. Ich habe im Moment sehr viel Spaß im Januar gehabt mit dem AEW-Produkt, also mit den Shows, die so gelaufen sind, muss ich sagen. Hat mir nicht alles gefallen, aber das überwiegend hat mir das ganz gut gefallen eigentlich. Ich habe sehr viel Spaß an Total Nonstop Action Wrestling, also Hard to Kill, die beiden Impact-Ausgaben seitdem. Impact macht wieder richtig, also TNA macht wieder richtig Laune. Ich freue mich, dass die drei Buchstaben zurück sind. Ich verbinde sehr viel mit diesen Buchstaben seit Anfang an dabei. Das Finanzierungskonzept von TNA Plus irgendwie gerade noch so ein bisschen schwierig. Ja. Also ja, weil du zahlst ja 9 Euro, glaube ich, im Monat und dann musst du irgendwie so eine Pay-Per-View-Pauschale noch zahlen, irgendwas, ne? Ja, finde ich irgendwie ein bisschen, Du hast in diesem Betrag, hast du bloß die Impact-Shows und Pay-Per-Views extra, genau. Aber das Produkt macht richtig Laune, also ist einfach gut. Ja, glaub also ich. Ja. das ist, ja.